Die aus meiner Sicht wichtigste Meldung heute ist die faktische Abstimmung mit den Füßen der Deutschen gegen die von Habeck initiierte Energiewende. Und ich glaube nicht, dass die Deutschen generell gegen die Energiewende sind, aber sie sind gegen die Energiewende, die praktisch durch staatliche Planung funktioniert. Wir wollen uns mal das Geschehen heute am US-Feiertag anschauen. Beim ersten Video gab es Tonprobleme, deswegen jetzt nochmal, damit wir das Ganze nochmal richtig auf die Füße stellen. Also, wir haben heute die Meldung gehabt, Rückschlag für die Energiewende. Die Deutschen kaufen vor allem neue Öl- und Gasheizungen. Sie kauften doppelt so viele Gasheizungen, mehr als doppelt so viele Gasheizungen oder bauten sich ein im Jahr 2023 als Wärmepumpen. Die Wärmepumpen-Einbauten sind auch deutlich gestiegen, aber nach wie vor eben deutlich geringer als die Gasheizungen. Und das, obwohl uns die Bundesregierung ja gesagt hat, ey, Gas, das hat keine Zukunft, die werden das teuer bezahlen müssen. Aber die Leute sagen sich, naja, lieber Gas als vielleicht eine Wärmepumpe. Ich weiß nicht, wie die Strompreise sein werden. Und in der Tat, die Strompreise könnten, wenn alles elektrifiziert werden soll, natürlich ein Riesenthema werden. Hier hat zum Beispiel mal eine CSU-Stadträtin einen Selbstversuch mit einer Wärmepumpe gemacht. Das Ganze scheint ein bisschen teuer gewesen zu sein. Aber das ist das große Problem. Nicht die Energiewende per se, sondern wie diese Energiewende angelegt ist. Und die funktioniert letztendlich so. Man hat seitens des Staates, seitens vor allem von Robert Habeck, aber auch anderer, eine Vision. Die muss umgesetzt werden. Das Ganze passiert aber sozusagen durch einen Subventionsapparat, der Wirtschaft vorschreibt und den Leuten vorschreibt, was sie zu tun haben, wie sie es zu tun haben, statt auf den freien Markt zu setzen. All das ist nicht eine stumpfe Planwirtschaft, schon klar, aber es ist auf jeden Fall so, dass die inflationsgeplagten Leute sich das nicht so richtig gefallen lassen und dann mit den Füßen abstimmen, zumal das Ganze auf Pump finanziert werden soll und künftige Generationen das Ganze noch mitmachen. Vor allem die Industrie ist ja betroffen. Wir sehen hier, Deutschland ist bei den G7-Ländern deutlich industrieabhängiger als die anderen. Und wie schaut es denn aus mit der Industrie? Nicht gut, wie wir hier sehen. Die geht kontinuierlich nach unten. Die ging schon nach unten auch vor dieser Ampelkoalition, aber es wird nicht besser, es wird eher schlimmer. Und Robert Habeck hat ja kürzlich gesagt, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen. Aber dieser planwirtschaftliche Aspekt, dieses staatliche Dirigieren, was passieren soll, das ist letztendlich dann schon eine Form von Planwirtschaft. Und Planwirtschaft kennen wir aus dem Sozialismus. Churchill hat mal diesen Satz gesagt, der Kapitalismus ist die ungleiche Verteilung von wirtschaftlichen Segnungen. Der Sozialismus ist die gleiche Verteilung des Elends. Und ich glaube, das ist das Kernproblem letztendlich der Energiewende, wie sie von der Bundesregierung betrieben wird. Wir sehen hier, Deutschland hat ja die schlechtesten Perspektiven aller entwickelten Volkswirtschaften. Auch wenn die Bundesbank heute gesagt hat, naja, so eine echte tiefe Rezession ist das nicht. Das stimmt, wir stagnieren oder schrumpfen leicht, aber das ist doch nicht wirklich befriedigend, zumal wir hier sehen, was da noch auf uns zukommen wird bis 2045. 1.100 Milliarden Euro, mindestens so wie es aussieht. Wahrscheinlich wird das Ganze sogar noch ein bisschen teurer. Deutschland die einzige Volkswirtschaft, die noch nicht einmal das Vor-Corona-Niveau erreicht hat in der Eurozone. Und nicht an allem ist die Ampel schuld, völlig klar. Aber sie macht es nicht besser, sondern noch schlimmer. Eben durch die dirigistische Art, wie man an die ganze Geschichte rangeht, wie Daniel Stelter hier bemerkt. Und jetzt sagen manche, ja gut, aber der DAX, der ist doch über 17.000, ist doch praktisch auf Allzeit hoch, ja, das stimmt. Jetzt kommt er allerdings hier an einen Trendkanal, aber wir sehen eben auch, dass der MDAX, der die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich viel besser abbildet, weil eben MDAX-Unternehmen mehr Geschäft machen in Deutschland als DAX-Unternehmen, der ist weit entfernt von seinem Allzeithoch. Der war noch 2021 deutlich höher, als er es heute ist. Und hier sehen wir mal, wie die faktische Lage der deutschen Unternehmen ist. Die ist schlechter als in anderen europäischen Ländern. 14,8% der deutschen Unternehmen sind in einer Stresssituation, haben also wirtschaftlich starke Probleme. Wir haben die Insolvenzen gesehen im Januar, 26% zum Vorjahresmonat gestiegen. Und wie ernst es die Ampelkoalition meint, vor allem Habeck meint, mit dieser Energiewende, koste es, was es wolle,
Das sehen wir hier an diesen CO2-Emissionsrechten, die Deutschland löschen will. Denn faktisch ist es so, würde Deutschland weniger an CO2 emittieren, dann könnte ein anderes Land mehr CO2 emittieren, weil eben diese Emissionsrechte ein Maximalvolumen haben. Macht einer weniger, kann der andere mehr. Faktisch wird das aber bedeuten, dass eben wahrscheinlich die Energiekosten hier weiter steigen werden, weil einfach weniger CO2 emittiert werden kann. Dadurch muss ich auf andere Energiearten ausweichen, die tendenziell natürlich teurer sind. Hier sehen wir mal, Deutschland ist weit entfernt vom CO2-Ziel für 2030. Vor allem der Windkraftausbau, der hakt ja, Solar ist dagegen stark, aber das könnte einer der Gründe sein, warum hier eben jetzt diese CO2-Emissionsrechte oder diese Zertifikate gelöscht werden, damit man sozusagen noch mehr Tempo gewinnt hier bei diesem CO2-Ausbau. Aber wir sehen, es knirscht schon mehr und mehr. So haben wir ja Uschi von der Leyen, die jetzt wieder als CDU-Spitzenkandidatin für die Europawahl antritt und ja sehr grün gespült ist. Jetzt sagt aber Merz, der Parteivorsitzende, also Wohlstand geht vor Green Deal, und ich glaube, das trifft eine Stimmung in der Bevölkerung, wie sie auch Christian Lindner eben hier beschreibt. Niedrigere Steuerlast, weniger Bürokratie, vor allem eben nicht die Überforderung der Leute durch das, was ja zum Beispiel in der EZB schon der Fall ist. Wenn du da nicht grün bist, dann fliegst du im Grunde raus. Aber wir sehen, wie es kracht in der deutschen Politik. Der FDP-Generalsekretär hat er schon sehr deutlich jetzt geliebäugelt mit Schwarz-Gelb, aber derzeit die FDP ja nach Meinungsumfragen nicht mal über der 5%-Hürde. Also das könnte zu spät sein. Die FDP hat viele Mitglieder verloren, weil viele liberalen Wähler eben gesagt haben, ja, aber letztendlich ermöglicht ihr ja diese Politik, die zu nicht wirklich wirtschaftlicher Prosperität führt. Und das merken auch ausländische Investoren, so muss es heißen, und ziehen Gelder ab. Hier sehen wir 2021 Gelder abgezogen, 2022 Gelder abgezogen, 2023 liegt noch nicht vor, aber das dürfte wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Und wie schwach faktisch die Situation hier ist, das sehen wir daran, dass ja die Bevölkerung steigt, ja vor allem auch durch Einwanderung, aber dennoch die Wirtschaft nicht wächst, sondern die Produktivität schrumpft, also das, was der Einzelne arbeitet, das sinkt pro Kopf. Liegt auch daran, dass die Leute immer weniger arbeiten wollen. Die wollen maximal 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance und so weiter. Kann man alles machen, kann man alles haben. Aber dann kann man eben wahrscheinlich das Wohlstandsniveau nicht halten. Das ist das ganz, ganz große Problem, mit dem wir es zu tun haben. Wohlstand ist keine Garantie, ist sozusagen kein Selbstläufer, sondern muss immer wieder erarbeitet werden. Und das kann nur passieren, wenn die Firmen auch hier bleiben. Und hier sehen wir 32% aller Unternehmen wollen möglicherweise ins Ausland gehen oder planen eine Verlagerung ins Ausland. Wir sehen, vor allem USA ist hier sehr en vogue, hat China deutlich überholt, auch durch Bidens Politik eben, diese Subventionspolitik, die letztendlich vor allem ausländische Firmen in die USA zieht, mit aber der Folge, dass wir immer abhängiger werden, nicht nur sicherheitspolitisch von den USA eben, sondern auch energietechnisch durch diese ganze Flüssiggasgeschichte, nachdem wir Atom abgeschaltet haben. Und jetzt steigt das Handelsvolumen mit den USA besonders deutlich an. Das heißt, wenn die USA in eine Rezession kommen, dann hätten wir da auch noch ein Thema. Warum gehen die Firmen weg oder warum planen sie wegzugehen? Was stört sie eigentlich? Hier sehen wir in dieser Grafik mal. Es ist vor allem die Energiesicherheit und Kosten. Das ist der Hauptfaktor neben den Arbeitskosten. Und wir sehen ja, dass die Löhne jetzt relativ deutlich steigen. Damit bekommst du früher oder später ein Problem. Wenn du als Unternehmen eben hohe Energiekosten hast, dann hast du noch hohe Personalkosten. Das ist das zentrale Argument für die Firmen zu sagen, okay, ich überlege mir mal was anderes. Und wenn die Firmen weggehen, dann wird sich die Situation für die deutsche Bevölkerung nicht gerade verbessern. Wir sehen ja ohnehin schon, dass das Median-Nettovermögen im europäischen Vergleich eher im Abstiegsbereich ist. Schlicht schon daran, dass die Leute eben relativ wenig Immobilienbesitz haben, also Vermögenswerte besitzen. Vermögenspreise sind ja im Rahmen der Nullzinspolitik deutlich gestiegen. Jetzt hat der Soziologe Steffen Mau ja vor einiger Zeit die Klimapolitik als einen Klassenkampf im Werten bezeichnet, weil viele, die gute Stellungen haben, in urbanen Zentren leben, ein paar Teslas haben, die sagen sich, ja, kann man machen, Kugel Eis kann ich finanzieren, auch wenn sie ein bisschen teurer ist, aber viele können das eben nicht mehr, leiden schon unter der Inflation
Und so entsteht eben diese Diskrepanz, die mit Sicherheit auch ein Motiv für den Erfolg der AfD ist. Das werden nicht alles Rechtsradikale sein, die hier AfD wählen oder wählen wollen. Hier sehen wir mal, wo das Ganze hinführt, zum Beispiel China, das ja auch unter Deng Xiaoping eigentlich einen Öffnungsweg, was die Wirtschaft betrifft, eingeschlagen hat, dann aber unter Xi Jinping jetzt wieder zu diesem staatsplanerischen Sozialismus übergegangen ist. Jetzt will man, heute Meldung, auch die gesamte Tech Development, also den technologischen Fortschritt, unter die Kontrolle der Kommunistischen Partei bringen. Das wird genau dazu führen, dass die chinesische Wirtschaft sich noch schlechter entwickeln wird, weil alles wieder unter Kontrolle ist. Nichts freies Engagement, nichts Kreativität, nicht solche Leute wie Jack Ma, die ein gigantisches Unternehmen aufbauen und dann abserviert werden. Die Amerikaner drohen jetzt mit Sanktionen gegen chinesische Firmen. Auch das die Meldung von heute, die vermeintlich den Russen helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Aber hier sehen wir mal, was die Folge der chinesischen Politik ist. Wenn also Investoren das Vertrauen verlieren in eine Wirtschaftspolitik eines Landes, das ja eigentlich prädestiniert war, ja wirtschaftlich die Nummer eins zu werden, das scheint aber jetzt erstmal absehbar nicht zu sein. Wir sehen hier, Direct Investment von Ausländern ist praktisch so schwach wie seit den 1990er Jahren. Das ist schon ein böses Omen auch für Deutschland. Natürlich sind wir weniger sozialistisch, aber wir sind schon dahin auf einem Weg, wo wir sagen, hey, der Staat weiß, was gut ist und der gibt die Vorgaben und wer sich nicht dran hält, der hat halt ein Problem. Da sind wir aus meiner Sicht auf einem schwierigen Weg. Die Marktwirtschaft ist das, was uns groß gemacht hat, was uns den Wohlstand gesichert hat und wir gehen jetzt immer mehr in Richtung Planung, immer mehr in Sachen, in Richtung einer Vision, die sozusagen staatsplanerisch umgesetzt wird. Das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren können. Die totale Elektrifizierung wird ohnehin nicht funktionieren. Dazu haben wir die Infrastruktur gar nicht. Aber das ist das, was geplant ist. Aber jetzt sehen wir offenkundig schon in dieser Ansage von Merz an von der Leyen hier Green Deal. Das ist nicht die Priorität, sondern Wohlstand ist wieder die Priorität. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht, zu sagen, Leute, von nichts kommt nichts. Wir müssen wieder uns ein bisschen anstrengen. Wir müssen wieder arbeiten, damit dieser Wohlstand nicht flöten geht, denn Wohlstand ist kein Gottesgeschenk, sondern muss eben leider erarbeitet werden. Also das Thema des heutigen Tages und diese Empfehlung, Gasheizungsboom, die Verbraucherrealität gegen den Wunschtraum, vor allem von Robert Habeck und den Seinen, das als Artikelempfehlung. Ich sage jetzt Servus und Ciao.